Zieht von dann! Wow!
Let's-a go!
Ik?
Der Eis des Immerblütenbaums sein. Wir führen nichts Böses im Schilde. Wir können vielmehr helfen, deine majestätische Immerblüte in ihren natürlichen florierenden Zustand zurückzuversetzen. Natürlich, oh großer Geist der Immerblüte. Vielen Dank. Du wirst es nicht bereuen.
Sabines erstes Soloalbum war kommerziell produziertes Teen-Pop-Gesülze. Ich meine, wer hört sich sowas an? Auf deiner Playlist sind 6 Live-Versionen von diesem Album, darunter die neu aufgelegte, die letzte Woche erschienen ist, Bibo. Sabine hat dann ihren Manager gefeuert und ein experimentelles Album aufgenommen. Komplett unter Wasser. Von Kritikern wurde es als ein künstlerischer Tobsuchtsanfall, der nur pseudo-intellektuellen Snobs gefallen würde, bezeichnet. Ganz ehrlich, ich fand's super. Sabine ist eine Kämpferin. Nach ihrer Gesangskarriere hat sie sich nach Terra Flora zurückgezogen und ein neues Leben als nachhaltige Blumenzüchterin angefangen. Zum Glück gibt es viele Alben, auf denen Sabines wunderschöne Stimme festgehalten wurde. Nur nicht dieses hier. Auf dem klingt sie wie eine rostige Motorsäge. Halt!
könnt ihr? Thank you.
Oh yeah, Gangsta Luigi.
Sabine gewann eine ganz neue Generation von Fans dazu, als sie beim jährlichen Galactovision Song Contest als Moderatorin auftrat. Leider war das Phantom ihr Co-Moderator. Die beiden versuchten so lange, sich gegenseitig auszustechen, bis sie heiser wurden. Sabine hat den Einlaufsong für den Strahlestrandstreiter bei den galaktischen Wrestlingmeisterschaften im Galactomania live gesungen. Einer von vielen erfolglosen Comeback-Versuchen. Aber ihr Sonnenuntergangs-Pfahlrammen-Move ist unschlagbar. Eine klügere, erwachsenere Sabine ist mit diesem Album über sich hinausgewachsen. Kritiker nannten es gefühlvoll und meisterhaft komponiert. Es wurde nur 300 Mal verkauft und hat das Ende ihrer Karriere besiegelt.
Ja, hoch, 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 hoch. Oh.